Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Freizeitpark-Blog. Ich hatte ja schon auf Instagram angekündigt, dass ich für CEWE, den Fotoservice, ein paar Produkte testen durfte. Ich finde Fotoprodukte auch wirklich sehr schön. Es sind tolle Erinnerungen, wenn man, wie wir zum Beispiel, viele Fotos schießen in einem Freizeitpark und dann als Fotobuch zum Beispiel, als kleine Erinnerung dann zu Hause haben. Nicht nur digital auf irgendeiner Festplatte oder auf irgendeinem USB-Stick, sondern auch wirklich zum Anfassen und zum Anschauen. Ich finde sowas immer viel schöner, wie wenn man vorm Laptop sitzt oder vorm Fernseher und man guckt dann digital die Bilder an. Wie gesagt, ich durfte für euch ein paar Produkte testen. Ich habe einen 50-Euro-Gutschein von CEWE bekommen, weil ich mich als Produkttester angemeldet habe und ich wurde auch auserwählt, um für euch die Produkte zu testen. Ja, was habe ich mir bestellt? Ich habe mir erstmal zwei kleine Fotobücher bestellt. Ich habe mir einen Kalender bestellt und ein Poster. Aber das zeige ich euch ganz zum Schluss, weil davon bin ich wirklich ein bisschen fasziniert. Kommen wir einfach direkt mal zu diesen kleinen Fotobüchern. Fotobücher finde ich ganz toll, weil man da jede Menge Bilder reinmachen kann. Zum Beispiel hier war ich mit meinem Sohn im Affen- und Vogelpark in Eckenhagen. Ja, und als kleine Erinnerung habe ich dann ja das kleine Fotobuch erstellt und okay, da sind noch ein paar Bilder drin, da waren wir am Rhein spazieren. Ja, haben ein Lagerfeuer gemacht und gut, ich will euch jetzt nicht erzählen, was wir hier gemacht haben, sondern ich möchte ein bisschen auf die Qualität eingehen. Erstmal möchte ich sagen, zum Versand, also der Versand war wirklich sehr schnell, die ganzen Produkte waren innerhalb einer Woche bei mir und ja, die Qualität. Also wie gesagt, das sind jetzt die kleinsten Bücher. Ich meine, die müssten um die knappen 8 Euro liegen. Und ja, von der Qualität bin ich wirklich überzeugt. Ich habe auch extra mal, in dem Buch sind wirklich nur Bilder, die ich mit meiner Drohne gemacht habe oder mit meiner Handykamera. Und in dem Buch sind wirklich nur Spiegelreflex Bilder, also die ich mit einer Spiegelreflex, beziehungsweise die ein Freund von mir mit einer Spiegelreflex gemacht hat, sind hier drin. Und ja, qualitativ sieht man da wirklich keinen Unterschied, ob Handyfoto oder mit der Spiegelreflex. Also ich muss wirklich sagen, ich halte es mal ein bisschen näher in die Kamera. Was ich zu diesen Büchern sagen kann, also die Bücher sind definitiv in einer Top-Qualität. Man kann auch auswählen, ob matt oder Hochglanz. Man kann auch die Dicke, glaube ich, von dem Papier, wie es gebunden sein soll, kann man alles auf der Seite von CEWE angeben. Und ich habe Hochglanz genommen. Und ja, es ist wirklich, also ich bin überzeugt von der Qualität. Ich habe ja auch ein Projekt am Laufen gerade, was ich für euch am Vorbereiten bin. Und da werde ich auf jeden Fall auch die Sache dann dort da bestellen, weil von der Fotoqualität top, Lieferzeit top und die Preise sind auch human. Also ich finde das wirklich eine super schöne Erinnerung und auf jeden Fall die Fotobücher mega toll. Ja, und man kann sie gestalten, wie man möchte, ne? Also man hat da so ein paar Vorgaben, da habe ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen im Safari-Look, weil ich da ja in dem Affen- und Vogelpark war, dann ist das so ein bisschen mit Braun abgesetzt, dann hat man die Vorgaben, wie man die Bilder da reinmachen möchte, man kann es aber auch jederzeit umändern, so wie man es haben möchte, man kann Text mit einfügen, also man könnte jetzt hier zum Beispiel einen schönen lustigen Spruch noch reinmachen, ja, einfach Erinnerungen in einem Buch festhalten. Ja, und so viel dann zum Fotobuch. Dann kommen wir aber auch schon zum Kalender. Den habe ich auch, da kann man auch wieder wählen zwischen matt, Hochglanz, noch besondere Veredelungen. Ich glaube, die Schrift hier vorne kann man Gold noch machen oder Silber. Ja, da müsst ihr dann selber mal auf der CEWE-Seite gucken oder in der App von CEWE. Also man hat sehr viele Möglichkeiten. Hier habe ich, wie gesagt, auch wieder Hochglanz genommen und ja. Ich finde auch der Kalender ist, da kann man einfach nicht meckern. Hier in dem Kalender sind jetzt auch wieder viele Bilder mit der Spiegelreflex gemacht. Ich kann hier mal kurz ein bisschen durchblättern.
Da stehe ich vor dem Phantasialand, vor dem Charles Lindbergh im Auto. Da habe ich das Auto, oder da haben wir das Auto quasi ein bisschen in Fokus genommen und ja, Charles Lindbergh so ein bisschen verschwommen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es im Video rüberkommt, aber es ist wirklich top. Man sieht wirklich alles und der Druck ist mega fein und genau in dem Rahmen. Ich hoffe, ihr hört mich sowieso. Das erste Mal, dass ich hier draußen ein bisschen filme, aber bei dem Wetter wollte ich nicht in der Bude hocken und das Video machen. Ja, da habe ich jetzt dann auch mal extra dunklere Bilder genommen, weil viele Fotoservice-Seiten, wo ich mal bestellt habe, haben Probleme mit dunklem Druck. Aber hier erkennt man auch die Farben. Im Original sieht das auch noch mal besser aus wie jetzt hier im Video. Aber man erkennt die Farben und es ist wirklich sehr, sehr detailliert gedruckt. Ich halte es mal was näher in die Kamera. Ja, also ich bin definitiv zufrieden. Hier war es an einem Sonnenuntergang, am Moviepark. Ja, auch sehr dunkel, aber auch ein bisschen ein hellerer Hintergrund. Ich suche mal kurz ein helles Bild. Ja, zum Vergleich ist ein helles Bild, da am Phantasialand. Das kennt man bestimmt, das Bild von meiner Instagram-Seite. Auch super. Also da macht keinen Unterschied, ob helle Bilder oder dunkle Bilder. Druck sind gestochen scharf, die Seite zeigt sogar an, wenn man das zu groß zieht, dass die Qualität dann ein bisschen dran, dass die Qualität quasi Verlust hat, wenn man die zu groß zieht. Also das zeigt immer gut an, wie man es am besten einfügen sollte, in welcher Größe. Wenn Bilder zu klein sind, zeigt es dann auch so ein Warndreieck an und steht auch dann daneben. Ja, also ich bin fasziniert von dem Druck. Das habe ich ja vor kurzem erst hochgeladen, das schöne Bild. Auch die Farben sind satt. Also wirklich, der Kalender, den werde ich mir auf jeden Fall auch aufhängen. Oder wenn ihr den haben wollt, würde ich den auch gerne verlosen. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den haben wollt, den Freizeitpark-Blog. Kalender für das Jahr 2021. Wenn viele den haben wollen, kann ich den auch gerne verlosen. Ja, guck mal hier. Hier sind in dem Bild sind jetzt viele Farben. Mega. Also wirklich. Also Druck, Qualität, Stärke vom Papier, von dem Kalender. Einfach top. Auch zum Empfehlen. Wie gesagt, ich bin auch wirklich ein bisschen ja, überrascht, dass das wirklich so gut ist. Wie gesagt, ich habe das schon mehrere Sachen bestellt, aber auf anderen Seiten und da war das Bild dann entweder nicht komplett in diesen Rahmen, war da ein bisschen weiß und ja, man hat Pixel gesehen. Also wirklich jetzt nicht nur, weil ich den Gutschein bekommen habe, sage ich das. Ich sage das wirklich, weil es mir gefällt und wie gesagt, ich habe auch ein Projekt am Laufen und dafür suche ich eine gute Fotoseite. Und ich bin der Meinung, ich habe sie jetzt auch gefunden. Ja, jetzt kommen wir zu meinem kleinen Highlight. Ich habe mir noch so das größte Poster bestellt auf der Seite. Und ja, da hätte ich nicht gedacht, dass das so gut wird. Also, ich halte es mal in die Kamera. Mega. Ich hänge es mir jetzt leider nicht auf bei mir in die Wohnung, weil es farblich nicht passt, aber ich habe das einfach gewählt, dieses Bild, weil die Drohne scharf im Vordergrund ist und im Hintergrund, wie gesagt, ist alles so ein bisschen, nicht wie gesagt, ist es ein bisschen verschwommen und ja, und dann eben viele satte Farben, das Grün, Rot, dann das Grau der Drohne und alles kommt mega zur Geltung und ja, mega, mega Druck. Also, dass das auf dieser Größe noch so wahnsinnig geil ist, hätte ich nie gedacht. Und deswegen bin ich auch ein bisschen geflasht von diesem Poster. Ja, also, um es mal kurz zu fassen, die Produkte von CEWE kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, ihr seid genauso verrückt wie ich. Ihr seid viel in Freizeitparks unterwegs. Es ist doch schöner, wirklich sowas in der Hand zu haben. Wie gesagt, die Bücher gibt es auch in verschiedenen Größen.
in Querformat, in Hochformat, A4, A5, keine Ahnung. Und man hat doch lieber sowas in der Hand und schaut sich dann an, wo man mal war, als ja, jedes Mal irgendwo an einem Laptop. Und ist auch schöner, sowas in der Hand zu haben. Deswegen, ich werde auch auf jeden Fall auch den Link unten reinmachen. Da könnt ihr gerne mal auf die CEWE-Seite gehen. Ihr könnt da mal ein bisschen Preise durchstöbern. Ich finde es okay, also definitiv okay für diese Qualität, die CEWE abliefert. Und ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt einen kleinen Eindruck gewinnen von diesen vier Produkten. Wie gesagt, wir haben noch viel, viel mehr Sachen. Und ich glaube aber auch, bei den Sachen macht man nichts falsch. Deswegen geht gerne mal auf die Seite, haltet eure Erinnerungen in so einem tollen Buch fest. Wenn es auch nur so ein kleines ist, da könnt ihr ja eine Serie quasi rausmachen, ne? Weiß ich nicht, Buch Phantasialand, Holiday Park, Movie Park, Europa Park. Habt ihr so eine Serie, die ihr schön im Regal stellen könnt und jederzeit dann rausholen könnt und euch wirklich die Bildchen angucken könnt. Wie gesagt, ihr könnt auch noch Text dazu machen, lustige Momente im Text noch dann da rein basteln, damit einfach die Erinnerung bleibt. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal an CEWE für diese Möglichkeit, hier auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Insta-Kanal die Produkte vorzustellen. Ich bedanke mich für diesen 50-Euro-Gutschein. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr konntet einen Eindruck gewinnen. Und ja, dann sage ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Sven vom Freizeitpark-Blog. Ciao.